So, hallo, wir sehen uns hier im V-Bucks-Menü oder V-Bucks-Menü von Fortnite und ich habe mir gerade 1000 V-Bucks gekauft. Ich habe ja gesagt, ich würde gerne mal den Battle Pass ausprobieren und das machen wir jetzt auch mit der folgenden Prämisse. Ich erwarte, dass das so funktioniert, wie das sozusagen gedacht ist. Man kauft sich einmal diesen Battle Pass, ja, und dann kann man, je nachdem, wie hoch man den levelt, da so viele V-Bucks verdienen, oder V-Bucks, keine Ahnung, dass man den nächsten Battle Pass nicht mehr kaufen muss, sondern genug V-Bucks dafür hat. Ja, wenn das nicht funktioniert, gebe ich dafür nie wieder Geld aus. Aber einmalig kann man das schon mal machen. Für das, was hier geboten wird, das Spiel ist immer noch kostenlos. Ja, das Spiel ist immer noch kostenlos für das, was hier geboten wird. Ist das in Ordnung? So. Okay, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt die da als Charakter. Gut, brauchen wir jetzt nicht weiter. Also, könnte ich jetzt ausrüsten, dann würde ich die ganze Zeit steuern, aber einfach mal weiter. Die Battle Pass Sterne nehmen wir natürlich mit. Gut. Na, und jetzt haben wir sozusagen dann hier, jetzt kann ich dann auch hier das auch, genau, das hat sich jetzt hier automatisch scheinbar ausgelöst. Okay, ah, das heißt, gewisse Sachen kommen dann auch automatisch oder so. Beziehungsweise, okay. Weil die, für die meisten muss man ja die Sterne ausgeben. Ich könnte zum Beispiel hier sagen, okay, ich will das hier haben. Und dann muss ich hier, kostet dann halt 5 Battle-Sterne und dann kann man das haben. So, ne? Das ist so das Ding. Und je nachdem, ich glaube, welches Level man bekommt, entsprechend steigt man hier auf. Und mein Ziel ist auf jeden Fall, diese V-Bucks zu bekommen. Weil wenn ich die alle bekomme, kann ich mir den nächsten Battle Pass wieder leisten. Und der läuft bis September. Ich denke, den jetzt zu holen, das ist sinnvoll. Das ist definitiv sinnvoll. Alles von Seiten 1 bis 10 einfordern sind 500. Okay, wenn wir 500 Battle Pass Sterne haben sollten, dann kann man automatisch einfach alles auf einen Schlag nehmen. Okay, das klingt doch auch komfortabel. Gut, so. Was ist Belohnung anzeigen? Ach so, da kann man das dann genauer angucken. Spannend. Gut. Ja, aber wollte ich euch nur kurz mal zeigen, warum ich das jetzt sozusagen gemacht habe. Nicht, weil ich jetzt auf alle Belohnungen hier super scharf bin, aber weil, ich sag mal, das Leveln fühlt sich ohne Battle Pass auch einfach nicht vollständig an. Die machen das schon so, dass man das Gefühl hat, den kaufen zu wollen. Aber was ich natürlich nicht kaufen werde, sind irgendwelche so Zusatz. Ne? Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Aber Battle Pass, ich denke, das ist in Ordnung. So. Okay. Achso, dann, okay, ich könnte jetzt dann sozusagen trotzdem sagen, okay, ich will jetzt anders aussehen, weil wir jetzt einen Skin. Wir haben jetzt diesen Skin hier. Aber, also bin ich ganz ehrlich, der Skin ist jetzt nicht so meins. Deswegen, wir bleiben erstmal beim No-Skin. So, gut. Wie komme ich zu... Achso, hier Spiel. Okay, ja, wir bleiben beim No-Skin. Und dann passt das auch erstmal. Null bauen ist drin. Wir gehen erstmal in eine normale Runde rein. Und gucken mal. Na, mit jedem Levelaufstieg gibt es 5 Sterne. Ach so, ja, das ergibt Sinn. Ja, das ergibt Sinn. Mit jedem Level gibt es 5 Sterne. Es sind 100 Level. 100 mal 5 ist 500. Es gibt total Sinn. Wir sind jetzt Level 8. Wir sind jetzt Level 8. Deswegen haben wir 40 Sterne. 40 mal 5. Also, Levelaufstieg und fertig. Ne? So, das ist das Ding. Das geht noch nicht. Das ist dann erst später verfügbar. Also, gewisse Sachen kommen dann auch erst später. Wie man die dann bekommt, keine Ahnung. Die Schnips müssten jetzt schon gehen, ne? Stimmt. Stimmt. Das kann ich jetzt auch machen. Wie geht das? Hol dir Schnips im Battle Pass und schließe Aufträge ab, um neue Stile freizuschalten. Da kann man dann selber nämlich sich einen Charakter zusammenbasteln. Finde Restmarken in Wave Cave. Basisbelohnung einfordern. Erfordert Basisgegenstand. Ah, okay, okay. Okay, also das sind Marken, die dann rumliegen irgendwo. Okay. Dann haben wir noch mehr zum Einsammeln auf der Map. Ah, hier auch. Okay, 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 alles klar. Cool, cool. Das heißt, es liegen jetzt auf der Map irgendwo Marken rum. Und wenn man die findet, dann kann man so Stück für Stück das Zeug zusammensetzen. Okay, schön. Ist sinnvoll. Ja, kann man machen.
Was ist das? Das geht noch nicht. Also doch, das fordere 99 Belohnungen um diese Seite. Ah, okay, okay, okay. I see, I see, I see. Okay, das geht dann so mit der Zeit. Mhm, mhm. Okay, okay. Sehr interessant. Sehr interessant. Ja, wir verschenken nichts. Wir kaufen auch keine. Das ist das Dümmste. Das ist das Dümmste. Level kaufen. Ich weiß zwar nicht, wie. Ne, es wird zwar wahrscheinlich eine Zeit lang dauern und immer länger, immer schwerer sein zu leveln. Mal gucken, ob wir es bis 100 hinkriegen. Wie viel man da spielen muss, weiß ich nicht. Aber wie, nur mal Interesse halber. Ich will es nicht. Gottes Willen, ich mach's nicht. Keine Sorge. Nur mal Interesse halber. Man könnte jetzt sozusagen. Kann ich nicht auch einfach. Ach, hier plus 10. Ich könnte jetzt einfach alle Level kaufen. Für 13.100 V-Bucks. Wozu? Warum sollte man das tun? Warum sollte man das tun? 13.100 sind wie viel? Yo, das sind knapp 80 Euro, alles klar. Nee. Level kaufen, das ist Schwachsinn. Also den Battle Pass, ich denke, das kann man. Es ist, also das Spiel ist kostenlos. Eigentlich muss man da nicht argumentieren. Das Spiel ist kostenlos. Warum sollte man nicht? Warum sollte man nicht ein bisschen Unterstützung zumindest noch beisteuern? Ja, ich denke, ich mache kurz wieder Pause und wir sehen uns, wenn es losgeht. Ich muss auch kurz einen Schluck trinken, das ist alles. Ich kann jetzt ja hier Pause machen, ich weiß jetzt ja, wie es geht mit OBS. Juhu. So, Schlachtenbus kommt in 3, 2, 1. Let's go. Okay. Ja, und jetzt fühlt sich das Leveln halt noch besser an, würde ich mal sagen. Also empfinde ich zumindest. Ich weiß es nicht. So, wo müssen wir runter? Wo haben wir noch nicht aufgedeckt? Da haben wir noch nicht aufgedeckt. Dann gehen wir mal die Ecke ab. Genau, die Canyons da drüben. Ich will auch mal weiter aufdecken. Ja, Richtung passt. Bis da ans Ende wollen wir. Okay. So, da oben ist auch einer. Ich will nur nicht da landen, wo der landet. Ich würde gerne ein bisschen leben, eine Zeit lang. So, wo müssen wir hin? Wissen wir noch nicht. Okay. Erstmal ein bisschen. Oh nein, da ist einer drin. Okay, ich bin schneller auf dem Dach als er. Gut, dann haben wir schon mal eine Waffe. Aber der ist eh unten. Also kommt er jetzt hoch? Hat er jetzt Bock hochzukommen? Ey, diese Bootcamp-Checkliste, ne? Es geht halt eh nicht. Also ich brauch's gar nicht versuchen. Das ist doch scheiße. Das war doch jetzt. Aber ich meine, wir haben es erledigt. Ist okay, aber. Uff, das war super knapp. Das war böse knapp, war das. Oh mein Gott. Kann ich aber. Bin ich überall aufgeladen? Okay. So, wo ist denn der Sturm? Oh, wir sind perfekt. Und ich will ja eh hier hin. Sehr gut. Okay, kriegen wir ein Auto? Wir sind hier eben bei einer Tankstelle. Dann könnte ich eben ein Auto nehmen und einfach dahin fahren. Moment, nehme noch kurz Munition hier mit. Oh, und vielleicht da drin auch noch was. Ist da noch Stuff, den wir brauchen? Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, das ist jetzt, glaube ich. Ist das Gemüse? Also kann ich das essen? Oh, sehr praktisch. Hier, die Kokosnuss kann ich auch essen, oder was? Ja, sehr schön. Okay. Oh. Haben wir die schon? Sehe ich das irgendwie? Weiß ich nicht. Die haben wir aber, glaube ich, noch nicht, oder? Oder doch, 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 so eine haben wir. Ich glaube, so eine haben wir. Ja. Ich wollte gerade schon schießen. Ey.
Oh, shit. Soll ich mich da einmischen? Nein, die sollen mal machen. Ich will aufdecken. Ich will aufdecken, die Map. Okay. Alles gut. Wir decken die Map weiter auf. Wie kann ich eigentlich die Markierungen wieder lösen? Weil jetzt sind die Waffen da unten markiert, die ich gar nicht will eigentlich. Wait, war da was? Da war was auf der Karte kurz. Hätte ich da wohin gekonnt? Da war so eine Ecke auf der Karte. Da. Seht ihr das? Ah, okay, das ist ein Außenposten, deswegen. Okay. Sehr gut. So. Kann ich aus dem Auto schießen? Nee, ne? Okay, jetzt weiß ich, wo ich wupe. Jetzt weiß ich. Ah, das ist, was ich wollte. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zack. Und wieder 8000 XP dazu bekommen. Oh, da vorne läuft und schießt einer. Wir fahren noch ein bisschen weiter. Oder so. Ich habe ihm dann mal kurz geholfen. Verkehrsbeunruhigung. Sehr schön. Kann man mal machen. Kann man mal machen. So, ich muss irgendwie da hoch jetzt kommen. Ah, da, die Straße führt da automatisch hoch. Sehr gut, sehr gut. Wir fahren einfach auf der Straße weiter. Perfekt. Alles, alles gut. Alles easy. Hui. So, hier will ich hin. Ich will euch nichts tun, ich will nur aufdecken. Lasst mich mal kurz hier in Ruhe. Okay, Rocky Fields. Nice. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas, was nicht aufgedeckt? Ah ja, okay, so Kleinigkeiten sind noch nicht aufgedeckt. Ich verstehe. Das ist dann das, wo immer so kleine Eckpunkte auf der Karte auftauchen. Und wenn ich jetzt da drüben hinfahre, dann muss da irgendwie so ein Eckpunkt auftauchen, ab dem man die Karte aufdecken kann. Weil jetzt bin ich in einem Gebiet, was nicht aufgedeckt ist. Da muss es irgendeinen Eckpunkt geben dafür. Ja, okay, komm. Genug gefahren. Aber ich weiß nicht, wo dieser Eckpunkt sein soll. Weil hier ist kein Fragezeichen mehr, so richtig, ne? Hier, da ist kein Fragezeichen, aber... Es ist halt auch nicht aufgedeckt. Also muss da irgend so ein Punkt wieder sein, der das aufdeckt. Aber den muss man wahrscheinlich finden, den Punkt. Hui. LOL! Ich kann klettern. Jetzt zeigt mir das auch an. Hatte das mit dem Battle Pass zu tun? Wollt ihr mich komplett verarschen? Aber die erste Sache vom Bootcamp konnte ich doch auch lösen. Ist mir alles egal, ich kann klettern. Was? Jetzt habe ich plötzlich die Anzeige? Jetzt habe ich... Aber die erste Bootcamp-Mission konnte ich auch machen. Sachen, die verstehe ich nicht, aber es ist okay. Ich kann klettern. Ich muss nur noch... Nee, Quatsch, klettern haben wir jetzt. Jetzt muss ich rutschen, ne? Ja gut, das ist ja easy. Ja, lol. Ja, lol. Das muss am Battle Pass. Aber habt ihr es gesehen? Jetzt habe ich auch plötzlich diese Anzeige, dass man, ne? Genau das meinte ich. Genau das hatte ich in dem Video gesehen. Hä? Okay, ja gut. Wir sehen uns, wenn es weitergeht. Wenn der Schlachtenbus kommt. Ich hätte fast vergessen zu starten. Schlachtenbus ist da. Okay, da ist noch nicht ganz alles aufgedeckt. Dann würde ich sagen, machen wir da weiter. Ey, das ist ja witzig. Also, das ist ja wirklich witzig. Damit hätte ich nicht gerechnet, ne? Ja, wie auch.
So, wo ist da jetzt die Ecke, um aufzudecken? Irgendwo muss da eine Ecke sein. Zumindest. Ah, scheiße, da ist einer. Aber bisher taucht hier keine Ecke auf, aber bestimmt hier bei dem Haus oder so. Aber vielleicht gibt es auch nicht immer so eine Ecke, die irgendwas anzeigt. Kann ja auch sein. Na toll. Okay, Waffe ist da. Muss ja nicht immer für alles. Muss ja nicht immer für alles eine Ecke geben. Ach, jetzt hat sich's aufgedeckt. Gucke mal. Vielleicht muss man auch einfach nur in die Nähe hin. Ey, wo ist das? Ist das hier oben? Ah, okay, okay. Nice, nice, nice. Gut. Nicht viel Munition. Oh, okay, ein bisschen mehr Munition. Für die Nummer hier. Fahren wir mal darüber, decken da noch ein bisschen auf. Hat einer gerade geschossen. Ah, das ist die gleiche Scheiße. Wie kann ich mich hier kurz... Eins. Zwei. Und jetzt den großen. Das wollte ich nicht, aber ist okay. Da vorne ist was eingezeichnet. Ist das der Grund, ist das der Ort, wo das jetzt auf... Ach nee, da ist, taucht dieses Ding einfach auf. Aber woher weiß ich jetzt... Wo ich hin muss, dass die Karte auf... Ich laufe einfach ein bisschen rum. Ein bisschen in die Mitte von dem Ding. So. Das ist mir lieber. Ist da... Oh, da ist einer. Hat der mich gesehen? Ich bräuchte jetzt was zum Snipern. Ich habe aber nichts zum Snipern. Oh. Hätte ich fast übersehen, das Geld. Boah, wenn ich was zum Snipern gehabt hätte, ne? Aber habe ich nicht. Schade eigentlich. Ist auch nichts zum Snipern. Nice. Sind das Bots eigentlich gerade wieder gegen dich kämpfen? Ich weiß es nicht. Sobald ich das Gefühl habe, die Gegner sind schlecht, Bots. Aber ich habe jetzt nicht auf die Namen geachtet. Keine Ahnung, vielleicht sind es Bots, gegen die ich spiele. Ich weiß es nicht. Oh, die Zone zieht sich zusammen. Kann ich jetzt noch schnell aufdecken? Was das hier ist? Ich gehe mal jetzt so ein bisschen mit. Ja, perfekt, der Ausguck. Da haben wir es. Sehr schön. So. Optimal. Gut, dann holen wir uns kurz zwei Pilzchen. Dann sind wir auch mit dem Schild wieder voll. Noms. Guck mal, es gibt auch EP. Also alles gibt EP, was man macht. Man levelt eigentlich ununterbrochen. Eigentlich levelt man ununterbrochen. Bin gespannt, wie lange das dauert, bis man hier die Level hochbekommt. Weil es wird halt sicherlich so sein, dass mit jedem Level dauert es länger. So, das ist ein normales Level-System eigentlich. So, okay, ich muss ein bisschen rutschen für den Bootcamp. Moment, wie rutsche ich nochmal? Genau so. Oh, hi. So.
schlecht. Wo ist der? So, ich will kurz rutschen, Kollege. Lässt du mich mal schnell rutschen? Hui! Und noch ein bisschen. Und das war's. Bootcamp abgeschlossen. So. Jetzt kann der Wolf wieder kommen. Ey! Wo wird denn da geschossen eigentlich? Der Dupont 3-0 irgendwas. Ist das jetzt ein Bot oder nicht? Keine Ahnung. Southpack. Mein Gott. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich den Wolf loswerden. Ihm die Granate ins Gesicht schmeißen. Okay, das hat nicht funktioniert. Gibt es irgendwie sowas? Zerstöre Gebäude mit Granate? Gerade nicht. Okay, schade. Haben wir irgendwas zum Aufdecken noch in der Nähe? Nee, keine Chance. Ist schon alles aufgedeckt hier. Okay. Alter, verpiss dich. Das war das Auto. So. Ich bin ja schon weg. Ich bin ja schon weg. Okay. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt auch mehr Symbole auf der Karte durch den Battle Pass. Ich glaube, der Battle Pass macht mehr als man denkt. Verändert mehr als man denkt. So. Ne, weil vorher hatte ich diese Automaten und so weiter auch nicht auf der Karte. Und das sind keine Einstellungen, die ich im Menü oder so getätigt habe. Okay, wie soll ich da hochkommen? Nice. Was bist du? Oh, die DMR, ja, die ist nett. Wenn das die ist, die ich denke. Probier's jetzt lieber nicht aus, weil sonst mache ich mich bemerkbar. Wie viel sind wir denn noch? 24 sind wir noch. Okay, chillig. Also, oh, ja, moin. 50 Sekunden sieht sich hier schon wieder alles zu, insofern. Mal kurz alles nachladen, falls wir irgendwas nachladen können. Können wir nicht, cool. Ist die schon geöffnet worden? Nein, kann ich die von hier öffnen? Nein. Okay, das ist nur normal. Ich dachte jetzt, da kommt ein Gegner, aber es ist nur normaler Wolf. Der juckt mich herzlich wenig. Gut. Ja, der ist weg, okay. So, Richtung ist okay. Richtung der Straße ist okay. Lass mich mal ganz kurz gucken, ob wir auch aufnehmen. Aber es läuft alles. Gut. Fände ich jetzt doch schade, weil die Aufnahme gerade schon, ist schon okay, würde ich sagen. So, wie sieht das aus? Ja, wenn ich die Straße da weiterlaufe, passt das. Okay. Wo?
Ja, das war keine gute Idee, auf mich zu schießen, mein Freund. Levelaufstieg! Level 9! Noch einer, wo denn? Das sind doch Bots, jetzt ganz im Ernst. Ey, ich spiele so schlecht. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Ich muss weiter. Oh shit, die zieht sich schnell zu. Oh shit, die zieht sich schnell zu. Oh damn. Mann, so viel Zeug. Ich glaube, da waren noch ein paar lila Waffen dabei, ne? Aber keine Zeit. Keine Zeit für lila Waffen. Hui. Läuft da einer? Scheiße. Fuck. Oh Mist. Ja, schlecht jetzt. Gerade ganz schlecht. Wo sind die denn jetzt? Die da gerade wie wild geschossen haben. Da hinten? Nee. Hä? Von da? Oh. Da hat's einen erwischt. Ich glaube, das galt gar nicht mir. Das war Zufall, dass das hierher geschossen wurde. Auto. In der Richtung wird geschossen. Nur vorsichtig von Baum zu Baum. Okay. Nee, das ist so ein Bot, der da rumläuft. Alles gut, alles gut. Ah, jetzt sehe ich das. Dieses Symbol sagt, da ist einer auf einem Tier. Das heißt, dass noch jemand anders reitend unterwegs ist. Bin nicht nur ich. Das heißt aber, die Person sieht mich genauso. Wie ich sie. Oder bin, ist denn das meine Geräusche? Das sind meine Geräusche, oder was? Ja, gut. Ey, sag mal. Wir waren doch gerade noch Freunde. Warum bist du so? Ah, hier zieht sich wieder alles zu. Nee, komm, weiter, weiter, weiter. Keine Zeit. Keine Zeit für nix. Oh, ich muss jetzt ins Wasser. Oh, oh, da ist ein Auto unterwegs. Ist da ein Hai? Scheiße. Yo, der, okay. Okay, der ist mir zu crazy. Der ist mir zu crazy drauf, aber wie komme ich jetzt hier weg? Bruder! Alles klar. Dann mache ich hier mal eben ganz schnell. Sheesh. Sowas von in Abflug.
Wo ist der Typ im Wasser? Da war doch gerade einer im Wasser. Alter, hier geht's ab. Yo, wo denn? Hilfe. Nein, 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 aber war doch eine nette Runde, würde ich sagen. So. Dann gehen wir mal zurück zur Lobby. Jo, wie viele Fortschritte wir gemacht haben. Okay. So. Und gucken mal, was wir jetzt alles abholen können. Von den Sachen, die wir abgeschlossen haben. Neuigkeiten. Nein, ich will nicht Teil der Fortnite-Crew werden. Was willst du denn von mir? Jawollo. Battle-Sterne, er damit. Okay. So, Aufträge. Gut, ja genau. Also, Aufträge sind halt auch XP, deswegen zum Leveln wichtig. 3 tägliche Aufträge gibt jeweils 15.000 XP. Also das ist nicht schlecht. Jeder Auftrag ein XP. 15k XP, mein Gott. Erhalte Schilde von Sprungschlürfpilzen. Ja gut, das haben wir nicht gemacht. Stelle Kondition mit Obst und Gemüse. Okay, das haben wir stückchenweise gemacht. Stelle Kondition mit Schlürfsaft aus beliebiger Quelle wieder her. Okay. Ja, das sind jetzt nicht so die besten täglichen Aufträge für dieses Ding, würde ich sagen. Aber ist okay. So, darüber. Was haben wir hier? Wöchentlich... Besuche fetziger Vor... Okay, was haben wir noch nicht besucht? Das, was hier angezeigt ist, wahrscheinlich haben wir noch nicht besucht. Okay, also müssen wir zu... Ja, fetziger Forst fehlt wahrscheinlich noch, weil die anderen kenne ich ja. Ja, die anderen kenne ich. Wave Cave und Reality Falls. Okay, fetziger Forst müssen wir noch besuchen. Im Verlauf eines Matches mit Sonnenvogel oder Mondfalke und Viehdiebin. Keine Ahnung, was das ist. Aha. Sind da... Ah, sind das irgendwelche Bots, mit denen man... Okay, keine Ahnung. 2000 Meter in einem Kugler. Gut, Kugler gibt's bei der Wave Cave. Das kriegen wir hin. Ach so, das ist hier nach... ich verstehe. Woche 1 Aufträge. Den Nullpunkt in einem Motorboot. Ah, da muss ich hier hin. Okay. Okay, das... Also, ja, gut. Durchsuche Truhen bei Condo Canyon oder Tilted Towers. Okay. Haben wir... Habe ich hier noch keine Truhen durchsucht? Scheinbar. Ach doch, hier 1 von 5. Ich verstehe. Muss man mehrere machen. Da sind wieder die Schlürfpilze. Die gibt es scheinbar überall. Sonst wäre hier jetzt was aufgetaucht. Modifiziere einen Whiplash mit Geländereif und einem Kuhfänger und zerstöre dann damit Gebäude. Ah, okay. Das muss man diese Dinger sammeln. Wir haben jetzt Reifen und so rumliegen. Okay. Verstehe. Da frage ich mich aber gerade, kann ich die Sachen eigentlich auch machen, wenn ich nicht in einem Match bin? So im Kreativmodus? So ganz chillig, ohne Stress. Einfach rumlaufen und machen. Geht das? Sammle Realitätssaatkörner auf. Okay, keine Ahnung, was das ist. Haben wir scheinbar noch nicht. Tanze bei verschiedenen abgestürzten IO-Luftschiffen. Okay, das kriegen wir auch hin. Gut, also ein bisschen was davon kann man machen. Ja, ja, ja. Und das hier frühstückt sich automatisch ab. Okay, okay, okay. Gebäude in Brand müssen wir noch machen. Sturmfass überleben geht auch automatisch. Das läuft auch so schnell nicht ab, also das passt. Und was ist das? Sammle die Münze im Konzert in den Epic-Empfehlungen. What? Okay, keine Ahnung. Gut. Ja, dann haben wir noch ein bisschen was vor uns. Einen Part werde ich dem, denke ich, noch aufnehmen. Dann können wir... Aber wir gucken mal jetzt ganz kurz, ob ich... ob ich... solche Sachen machen kann, wenn ich in einem normalen Modus bin, also in einem ruhigen Modus, also in einem Chill-Modus. Was ist das eigentlich? Legends Landing? Okay, keine Ahnung. Rette die Welt? Nee, ist Quatsch. Kreativmodus wäre die Geschichte. Aber kann ich da in der Map rumlaufen? Weiß ich nicht.
Kampflabor. Auf deiner eigenen Battle Royale Insel. Ah ne, will ich eigentlich... Ne, das ist eigentlich, glaube ich, nicht... Was ist Party Royale? Ein experimentelles Kartensystem. Lasst eure Waffen mal zu Hause, hängt mit Freunden ab, zockt wie Spieler und genießt die Live-Unterhaltung. Ja, nee, das ist nicht, was ich gesucht habe. Okay. Ich denke am ehesten wahrscheinlich Kreativmodus und da dann irgendwie, glaube ich, kann man sich, glaube ich, eine Map raussuchen und dann sowas da machen? Fragezeichen. Lass mich das kurz ausprobieren. Lass mich das kurz ausprobieren. Weil es gab auf jeden Fall so eine Möglichkeit, einfach auf der Karte rumzulaufen. Das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht mehr wo und wie und was. Up and coming. 350 Level Fischi ran. Durch den großen goldenen Riss gelangst du zu deiner Insel. Aber guck mal, die Map sieht... Die Oberfläche sieht jetzt schon ganz anders aus. Das war vorhin schon wieder was anderes. Okay. Gemäßigte Insel. Zielort ändern. Meine Inseln. Gemäßigte Insel. What? Ach so. Ach nee, das ist dann... Nee. Okay, ja, nee, keine Ahnung. Ich glaube, das ist nicht, was ich suche. Nee, lass mich mal in Ruhe. Nee, ich glaube, das ist nicht, was ich suche. Übung. Tilted Zone War. Ah, das sind verschiedene so Spiele. Das wäre alles cool, aber wir haben keine Zeit. Guck mal, was ist schon wieder alles hier jetzt, was hier schon wieder alles gefeatured wird. Wie soll man denn hier jemals... Oh. Ah, okay, danke. Abwechslung. Wie soll man hier jemals klarkommen? Guck mal, hier ist wieder dieses Subway Runners, genau. Ist jetzt eigentlich der Dings, den wir gemacht haben, noch da irgendwo? Der Parcours? Sehe ich nämlich gar nicht. Hat sich wahrscheinlich schon wieder verabschiedet. Hat sich schon ausgefeatured. Hello. Bookpage. Talk to the Dwarf. Find the Bookpages. Say what? Ist hier jetzt auch noch eine Suchmission in dieser kleinen Karte? Das würde ich fühlen. Hier abbauen kann ich nix. Die Frage ist, wie offensichtlich sehen diese Buchseiten aus? Oha! Wo kann man hier denn noch überall hin? Sobald wir eine Buchseite sehen, wissen wir, wie sie aussieht, aber... Ist das eine Buchseite? Oha, was ist denn? Ist das eine Buchseite? Was? Ich komme da nicht hin. Was ist das denn? Da ist ein Dings, aber ich komme nicht hin. Okay. Aber hier ist schon mal keine Buchseite gewesen. Sedge. Wie offensichtlich sehen diese Buchseiten aus? 4 Stück. Die werden ja nicht alle an der gleichen Stelle versteckt sein werden. Guten Tun. Ist das eine Buchseite? Nein, das ist ein Pilz. Also wie schwer oder wie leicht sind die versteckt? Muss man da irgendwie hier
Ganz komisch. Oh, ja, toll. Da geht's nicht weiter. Oder muss man was auf? Nee, es geht gar nicht auf. Wo soll ich denn hier Buchseiten finden? Wehe, das gibt mir... Und wehe, das gibt mir nachher nichts. Okay, das geht auch nicht auf. Wahrscheinlich gibt es einfach verschiedene Hubs, weil hier gerade stand Hub bei. Ja, in dem Fall hat dieser Typ hier die Hub gebaut. Wahrscheinlich wechselt es einfach so ein bisschen durch, von wem die Seiten, die Seiten. Von wem die Dinger sind. Ja, aber... Woher weiß ich jetzt, wie so eine Buchseite aussehen soll? Taverne? Kann ich da rein? Aha. Hier eine Buchseite? Ja, okay. Mich portet jetzt irgendwo... Ah! Find the book pages. Da oben ist jetzt X. Was? Wie ist das? Ich bin nahe dran. Ne, es ist immer noch da. Jetzt ist es weg. Okay. Hallo? Ach so, 1 von 4. Ich hab die jetzt genommen. Okay, okay, I see. Okay, die sieht man eigentlich ganz gut. Und es zeigt da oben an, wenn ich in der Nähe bin. Auch das ist gut. Okay, dann lasst uns das mal noch machen. Das wird schon nicht allzu lang. Ach, gucke mal. 2 von 4? Vielleicht sind die alle hier in der Gegend. Die habe ich schon, ne? Ja, die habe ich schon. Da war ich gerade drin. Hier ist nix. Weh, das gibt keine XP. Ich springe im Dreieck. Ah, hier ist safe eine Bookpage drin. Ah, oder auch nicht. Nee, er sagt aber auch nichts. Also er gibt mir da oben auch keine Information, dass ich nahe wäre. Schade. Brunnen vielleicht? Nee, da komme ich gar nicht ran. Hm. Wo könnten noch so Buchseiten sein? Muss ich hier hinten lang gehen? Das wäre zwar komisch, aber denkbar. Guck auch immer da hoch, ob ich da irgendwas... Oh, ich kann hier hoch. Da ist auch nichts. Also die letzten Male hat es ja da oben dann ein bisschen angezeigt, dass ich in der Nähe einer Buchseite gelandet bin. Im Moment tut es das nicht. Waren wir hier? Hier waren wir noch nicht, oder? Oder unten geht's auch rein. Müssen wir gleich mal hingucken. Kann ich hier außen lang? Ja. Nein. Nicht so wirklich. Ah, nee, hier doch, ich glaube, hier waren wir schon, oder? Ja, doch, da ging es zu dem Thronsaal. Da war leider nisch. Okay, komme ich da runter, ist die Frage. Ja. Bringt mir das was? Nein. Okay. Ja, wo sollen denn jetzt noch so Buchseiten sein? Ist der mit 2 erstmal zufrieden? So. Die Frage ist halt, wie gut werden die versteckt? Okay, ich glaube, den juckt es nur, wenn ich mit 4 komme.
Aber es reagiert auch nichts mehr. Also der, da oben dieser Sensor oder was das ist, sagt auch nicht hier, hey, du bist in der Nähe einer Buchseite. Dann werde ich es wohl auch nicht sein. Wo war ich denn jetzt noch nicht? Ich gehe nochmal kurz hier lang. Auch wenn wir da schon waren. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Nachdem wir jetzt ja wissen, wie so eine Buchseite aussieht, dass das so eine Rolle ist. Hier ist nix. Nee, er sagt aber auch nix. Also der Sensor sagt nix, meine ich. Schwierig. Nee, hier ist auch nix. Hier im Wasser, kann ich da irgendwie rum? Nee. Oh, kann ich hier durch? Oh! Le Secret! Ah, so komme ich zu diesem anderen. Ahahaha. 3 von 4. Aber hat nichts gesagt, dass hier einer in der Nähe wäre. Also gut. Ah, okay, das war aber schon das Secret. Okay. Okay, aber das war dann doch, ja. Das war dann doch ein recht schönes Versteck. Ich hoffe jetzt mal, dass nur die hier ist. Okay, aber dann weiß ich schon, dann muss ich schon ein bisschen genauer mir den Hub angucken. Okay, okay, okay. I see you. I see you. Hier waren wir gerade drin, ne? Genau. Okay, eine fehlt noch. Habe ich hier schon gründlich genug geguckt? Ja, doch, ich fürchte schon. Okay, eine fehlt noch. Wo waren wir noch nicht so richtig? Kann ich da hoch? Nein. Kann ich in das Haus hier rein? Nein. Nee, das Haus ist komplett tabu, okay. Ich will da drüben. Okay, wir gehen hinten rum. Aber ich glaube, hier waren wir noch nicht so aktiv. Richtig. Kann ich hier drauf? Nein. Kann ich hier rein? Nein. Oh, ich kann auf das Dach. Will ich auf das Dach? Ich glaube nicht, dass das irgendwie... Da drüben waren die anderen, ne? Also da waren wir dann ja schon auch. Ah, hier geht's noch nach hinten. Da geht's... Nee, das ist auch nicht... Nee, das ist... kein offizieller... Weg. Hier war die eine, ne? Hier war eine drin. Nicht, dass da auch noch eine zweite ist. Das wäre frech. Wenn ihr eine seht, schreit. Ganz laut. Oh, kann ich hier durch? Nein, diesmal nicht. Kann ich hier hin? Aber das hier nach hinten, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Das wäre komisch.
Dann sind wir wieder hier. Hier war die andere. Also die zählt's alle nicht. Die haben wir schon. Wo ist die letzte? Ah, verdammt. Es könnte halt überall sein. Es könnte offensichtlich sein und es könnte so versteckt sein wie das bei dem Wasser. Bei dem Wasser fand ich kreativ, muss ich sagen. Dass hier keine ist, wurmt mich. Das passt, hätte eigentlich gut gepasst, dass hier eine ist, aber hier ist halt leider keine und ich kann hier auch nicht rein. Ich gehe mal in die Mitte. Wir haben uns hier, also hier so aktiv haben wir uns hier noch nicht so umgeguckt, würde ich sagen. Die Frage ist, sind das hier irgendwelche Spiele? Nein, okay, dann kann ich hier rumlaufen. Ist das die... Ne, das ist Holz, ne? Ah, das sind leider alles Holzstapel. Schade. Ey, ich hoffe, das ist nicht nur irgendeine Zeitverschwendung, sondern gibt zumindest irgendwas. Und wenn es nur ein XP ist. Aber irgendwas sollte es bitte geben. Dafür, dass ich jetzt hier meine Zeit aufwende. Ach so, das wäre sogar ein Bild hier gewesen, wie so eine Bookpage aussieht. Ja, nevermind. Oh, unter der Brücke. Ah, man kann drunter, aber da ist leider keine Bookpage. Schade. Hätte ich gefühlt als Versteck. Das gibt's da nicht. Wo soll die denn jetzt noch sein? Wir haben doch jetzt eigentlich echt viel gesehen, hätte ich mal gesagt. Oh, bei der Telefonzelle vielleicht. Outfit einfach so, das ist. Nee. Nee. Ist wieder der Brunnen. Da haben wir auch hingeguckt, ne? Da war auch nix. Auf dem Brunnen drauf? Nee. Mist, ey. Hier drin habe ich ja so eine Vermutung, aber irgendwie habe ich da dann nicht weitergeguckt. Vielleicht hätte ich da ein bisschen genauer schauen sollen. Da ist nix. Kann ja auch nicht hoch, ich kann ja auch nicht rum. Das sind auch alles die gleichen Objekte. Das ist alles keine Buchseite. Die Frage ist, kann ich... Oh, kann ich da hoch? Oh. Nein. Okay, nice. Okay. Okay. Gutes Versteck. Gutes Versteck. So. Was hat mir das jetzt gebracht? Außer Spaß zu suchen. Ja, hello. Ich hab deine, hallo? Ich hab deine Seiten. Oder muss ich zum Castle? Wo soll ich jetzt hin damit? Es hieß doch, bring sie zu dem Dwarf am Castle. Das war doch der Typ, oder nicht? Ich bin verwirrt. Ach, hier in this book. Ups.
You found all the book pages. Send me a screenshot on Twitter. Okay. Wait a moment. Erstmal mein Snipping-Tool hier aufmachen. So. Und hier komme ich wieder zurück, oder was? Ah, okay. Gut, okay. Er kriegt einen Screenshot. Mal gucken, was passiert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.